Das hier ist das neue Galaxy S24 Ultra von Samsung und das hier sein größter Konkurrent, das iPhone 15 Pro Max. Und da mir immer wieder die Frage in den Kopf geschmissen wird, welche die Kamera nun wirklich die beste ist, habe ich mir gedacht, nehmen wir euch doch einfach mal mit zu dem Ort, an dem der Film Die Tribute von Panem aufgenommen wurde und vergleichen das iPhone 15 Pro Max gegen das Samsung Galaxy S24 Ultra. Smartphones werden in 8 Foto- und 5 Videokategorien gegeneinander antreten. Da es am Ende aber eh darauf ankommt, was für euch persönlich relevant ist, werde ich versuchen, bei jeder Kategorie einen Gewinner rauszusuchen. Bevor wir anfangen, möchte ich mich aber ganz kurz bei dem heutigen Kanalsponsor bedanken, RhinoShield. Ihr kennt ja schon sicherlich deren nicht vergebenen Clear Cases mit MagSafe, wovon ich ein riesiger Fan bin. Inzwischen haben die aber auch ein kleines Update bekommen, denn die gibt es inzwischen auch in farbig. Die neue Jelly Tint Collection ist was für Personen, die den Alltag ein bisschen bunter gestalten wollen, aber dennoch das Gerät durch das Case sehen wollen. Ist ganz cool, wenn man gerne Erinnerungen wie Tickets oder Fotos hinten reinpacken möchte. Aber auch für das S24 Ultra gibt es inzwischen Cases von RhinoShield zu haben. Das Besondere hier ist, die unterstützen ebenfalls MagSafe. Wer das Ganze einfach mal ausprobieren möchte, kann sehr gerne über den Link in der Beschreibung den Code CONTACT10 eingeben. Damit bekommt ihr wie immer 10% Rabatt auf den gesamten Warenkorb. Angefangen bei den verschiedenen Linsen. Das iPhone besitzt 3 Kameralinsen. Die Hauptlinse hat hier 48 Megapixel. Der Ultraweitwinkel sowie 5-fach Telezoom besitzt jeweils 12 Megapixel. Das Galaxy hingegen hat dicke 200 Megapixel auf der Hauptlinse. Diese wird aber eher dazu genutzt, ins Bild rein zu zoomen, als wirklich täglich praktikabel zu sein. Ansonsten noch ein 50 Megapixel 5-fach Zoom und dazu noch eine 10 Megapixel 3-fachen Zoom. Schauen wir uns hier die Bilder gegenüber an, sieht man praktisch auf der Hauptlinse gar keinen Unterschied. Samsung tendiert hier jedoch die Tiefen immer ein bisschen heller zu belichten. Im 5-fach-Zoom sieht man dann doch einen Unterschied. Objekte in der Ferne sehen auf dem iPhone deutlich farbenfroher und kontrastreicher aus. Beim Samsung wirkt das Ganze eher so, als wäre ein kleiner Nebel davor, was beim 10-fach-Zoom komischerweise verschwindet. Dennoch gefällt mir hier das iPhone-Bild besser, da das S24 weiterhin einen blauen Schimmer besitzt. Bei 25-fach-Zoom sieht das Ganze jedoch ganz anders aus. Hier ist die Schrift beim Galaxy deutlich schärfer. Insgesamt bekommt das iPhone ab jetzt ein Filteroptik. Nochmal deutlicher wird es, wenn man dieses Bild hier anschaut. Alles nach 10-fach Zoom ist beim iPhone nicht mehr zu gebrauchen. Das S24 Ultra schafft sogar auf 100-fachen Zoom. Auch wenn das Bild hier ebenfalls nicht mehr zu gebrauchen ist, schaffen die 200 Megapixel Linse dennoch sichtbar mehr Details darzustellen. Zusammenfassend kann man sagen, dass alles ab 5-fachen Zoom auf dem iPhone detailreicher und schöner aussieht. Alles danach gewinnt ganz klar das Galaxy S24 Ultra. Für uns erscheint immer das Bild, was mehr Kontrast besitzt, schöner als das mit weniger Kontrast. Deswegen nehme ich für die Bewertung statt Dynamikumfang Kontrast. Ein schöner Kontrast ist jedoch nicht einfach ein Bild so kontrastreich wie möglich zu machen. Die Kunst ist hier, die Details in den dunklen Stellen sichtbar zu lassen, ohne dabei zu hell zu sein. In dieser Aufnahme sieht man nicht besonders viel Unterschied, da der dunkle Part noch hell genug ist. Der Farbkontrast hier ist beim iPhone deutlich schöner. Die Treppe ist gesättigter und wirkt mehr wie in der Realität. Bringt man jedoch nun eine Szene rein, die mehr Helligkeitsstufen besitzt, sieht das Ganze ganz anders aus. In den Tiefen sieht man zu viele Details beim iPhone, ein bisschen wie so ein HDR-Look. Beim Galaxy ist das etwas dunkler, aber es wirkt stimmiger. Das gleiche bei dieser Aufnahme. Das iPhone belichtet automatisch heller, verliert dabei jedoch Details in den Lichtern. Kommen jedoch Objekte jetzt ins Bild rein, sehen die Kontraste deutlich besser. Aus. Beim Samsung bleibt dieser komische blaue Schleier über das gesamte Bild, was mir wirklich nicht gefällt. Bei Gegenlichtsituationen wird das Ganze nochmal so richtig deutlich. Durch die Antireflexionsschicht auf der Linse beim iPhone werden Lensflare stark unterdrückt. Das Bild erhält mehr Kontrast. Samsung hingegen sieht komplett verwaschen aus. Punkt an iPhone. Gehen wir erstmal vom reinen Farblook aus, sehen die Blautöne beim iPhone bläulicher und gesättigter. Auf dem Galaxy geht das mehr in Richtung Cyan. Insgesamt hat das iPhone einen wärmeren Look, gerade die Rottöne geht mehr in Richtung Orange. Hauttöne wirken dadurch deutlich wärmer, manchmal ein bisschen zu warm. Insgesamt ist das iPhone bei knalligen Tönen zu sehr gesättigt und etwas zu warm. Als Filmmaker bevorzugt der neutralen Look des Galaxy deutlich mehr, da man hier in der Nachbearbeitung eine bessere Basis hat. Punkt an Samsung. Beim Porträtmodus werden Personen im Vordergrund ausgeschnitten und im Hintergrund weicher gezeichnet, um eine stärkere Hintergrundseparation zu generieren. Hier scheint das Galaxy zunächst vorn zu liegen, gerade weil die Hauttöne deutlich schöner sind. Schaut man jedoch genau hin, muss man leider festlegen, dass das iPhone Haare so viel besser ausmaskieren kann. Wenn man heranzoomt, sieht eigentlich jedes Porträtbild vom iPhone besser aus. Auch wenn ich das Bokeh, also den weichen Hintergrund beim Samsung mehr mag, ein guter Porträtmodus ist erst ein guter Porträtmodus, wenn man nicht erkennt, dass man den Porträtmodus aktiviert hat. Bei Samsung sieht man das leider sehr stark.
Wer also so einen Wuschelkopf hat wie ich, greift zum iPhone. Das neue Hauptfeature bei diesem Gerät ist aktuell gar nicht die Kamera, sondern das, was sich da drinnen befindet, nämlich die KI-Fähigkeit. Und hier kommen wir zu den Möglichkeiten in der Nachbearbeitung. Während man beim iPhone nach wie vor nur diese popligen paar Filter hat und ein bisschen am Regler drehen kann, bekommen wir beim Samsung wie beim Pixel nun endlich Generative AI spendiert. Man kann mit einem Wisch Objekte verschieben oder auch einfach komplett verschwinden lassen. Funktioniert meiner Meinung nach ein bisschen besser auf dem Pixel, aber hier geht diese Runde eindeutig an Samsung. Da ich selber nie Selfies mache, war ich hier absolut geschockt, wie gut beide Geräte performen. Die Frontkamera ist gerade in hellen Lichtsituationen der Wahnsinn. Komischerweise sind hier die Farben beim iPhone natürlicher, dafür rauscht es in den dunklen Stellen ein bisschen mehr, gerade wenn es ein bisschen weniger Licht vorhanden ist. Ansonsten sehe ich hier keinen großen Unterschied. Unentschieden. Lowlight. Als ich mir vorgenommen habe, wieder zum Drehort zu fahren, wenn es so richtig dunkel ist, so gegen 12 Uhr, habe ich erwartet, dass der Landschaftspark so richtig schön beleuchtet ist. Als ich aber da ankam, sah es so aus. Es war absolut stockdunkel. Man konnte mit bloßem Auge absolut gar nichts mehr sehen. Aber die beiden Geräte haben das hier gesehen. Dafür erstmal ein dickes alter Verwalter. Das hier ist aber diese Kategorie, die mir am leichtesten fiel zu bewerten. Jede Aufnahme sieht auf dem iPhone besser aus. Deutlich schärfer, deutlich mehr Details, weniger Rauschen, schönere Farben. Das S24 sieht immer so ein bisschen verwaschen aus. Und wenn es nicht zu dunkel ist, sind die Aufnahmen auf dem Galaxy zu weiß und zu hell beleuchtet. Es sieht immer ein bisschen so aus, als hätte man Blitz aktiviert. Punkt an iPhone. Im Makromodus kommt man mit dem iPhone einen Ticken näher an das Objekt dran. Besitzt dafür zudem noch mehr Details. Auch wenn Samsung den Weißabgleich besser hinbekommt, neigt das oft zur Überbelichtung des Hauptobjektes. Zudem kommt das iPhone besser darauf klar, wenn man den Makromodus aktiviert haben möchte. Hier habe ich das ums Verrecken nicht geschafft, eine Makroaufnahme mit dem S24 zu machen. Punkt an iPhone. Da Makroaufnahmen aber sowas von ultra nischig sind, lasse ich das aber nur ein bisschen in die Gesamtbewertung einfließen. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, der Videomodus. Da inzwischen so viele Videos auf Smartphones gemacht werden, habe ich das Ganze auch in 5 Unterkategorien unterteilt. Angefangen mit der Stabilisierung. Die Grundstabilisierung ist bei beiden Geräten extrem gut. Ohne viel darauf zu achten, bekommt man eigentlich immer schöne, stabile Aufnahmen. Dennoch stabilisiert das iPhone bei wenig Bewegung oder beim Treppenlaufen etwas besser. Aber wie sieht das Ganze mit Rennen aus? Digga! Hier liegt Samsung definitiv vor. Das Bild wird so viel weicher und angenehmer stabilisiert. Beim iPhone kommen viele ruckartige Verwackler hinzu. Wenn wir jetzt jedoch ganz stark ins Bild reinzoomen, sieht das Ganze komplett anders aus. Hier spielt das iPhone in einer ganz anderen Dimension. Bei dieser Aufnahme habe ich mir nicht mal so viel Mühe gegeben, das Ganze ruhig zu halten. Aber der Unterschied könnte nicht größer sein. Punkt an iPhone. Bei diesem Test möchte ich sehen, wie gut die Geräte auf extreme Lichtsituationswechsel reagieren. Eine Kategorie, die das iPhone damals allen anderen meilenweit im Vorsprung war. Aber alter Schwede, hat Samsung aufgeholt. Der Übergang könnte in meinen Augen kaum besser sein. Hier liegt das iPhone definitiv hinten. Gerade hier sieht man sehr stark den plötzlichen Helligkeitswechsel. Punkt für Samsung. Wie bei Fotos sehen Gegenlichtaufnahmen durch die neue Beschichtung auf der Linse des 15 Pro so viel besser aus als bei allen Konkurrenten. Die Farben sind schöner, das Bild ist kontrastreicher, die Kanten sind schärfer und an sich mag ich ja Lensflare. Auf Smartphones jedoch sehen Lensflare aus wie Müll und immer ungewollt und verwischt das gesamte Bild. Ganz klar Punkt für iPhone. So. Beide Geräte können nun mit echten 240 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Leider weiterhin jedoch nur in HD. Beide sehen ganz gut aus, bei Samsung sieht das Kartenmuster jedoch etwas knackiger aus. Dafür jedoch ein bisschen mehr verwaschen. Unentschieden. Der Autofokus bei Video hier ist genauso gut wie bei Foto. Beide performen absolut hervorragend, absolut nicht zu kritisieren. Unentschieden. An dieser Stelle möchte ich noch hinzufügen, dass man auf dem iPhone noch in ProRes Log aufnehmen kann und das auf einer externen Festplatte. Das ist so ein Feature, bei dem ich mir denke, in Punkt Video gibt es aktuell nichts auf dem Markt, was auch nur im Entferntesten da dran kommen kann. Ich meine, auf dem Ding hier kann man rein theoretisch den ganzen Film professionell produzieren. Apple hat sogar eine gesamte Keynote auf diesem Teil hier produziert. Aber ja, das Endergebnis bei Fotos tatsächlich ein Unentschieden. Und ich sag euch, wie es ist. Es war so unfassbar schwer, diese beiden Bilder gegen zu bewerten. Es ist inzwischen echt nur noch subjektiv, was euch persönlich besser gefällt. Zusammengefasst kann man sagen, wenn du auf dem warmen, gemütlichen Look stehst, bei dem jedes Foto eigentlich auch ohne Nachbearbeitung gut aussieht, nimm iPhone. Wenn du jedoch auf den neutralen, professionellen DSLR-Look stehst,
dann das S24 Ultra. Bei Video hingegen sieht das Ganze für mich komplett anders aus. Hier gewinnt ganz klar das iPhone auf voller Linie. Wenn ich ehrlich bin, aber auch nicht mehr im Entferntesten so krass wie früher. Da war das iPhone komplett meilenweit voraus. Am Ende des Tages machst du mit beiden Geräten absolut nichts falsch, sobald es um Kamera geht. Bei dem Rest jedoch, habt ihr Lust auf einen Vergleich?